Herzlich willkommen beim Test des Beaverbuilders. Kann der Beaverbuilder unsere Surfschule tatsächlich nachbauen? Also wir wissen erstmal, dass wir auf jeden Fall zwei Spalten brauchen. Eine Spalte und wir brauchen auch nochmal zwei Spalten darunter. Und beim Beaverbuilder können wir jetzt tatsächlich die Spalten hier auch direkt verschachteln. Das ist wichtig. Jetzt haben wir das umgebende Element und dieses umgebende Element können wir von der Breite her auf Vollgröße setzen. Und jetzt ist es immer noch 1100 Pixel breit. Wir wollen es aber komplett auseinanderziehen. Und dazu setzen wir das hier auch auf Vollgröße. Und jetzt geht es ganz auseinander. Für das umgebende Element, in dem wir ja gerade drin sind, möchte ich ganz gerne auch noch einen Hintergrund definieren, und zwar ein Foto. Und das Foto wählen wir aus der Mediathek aus. Das ist das richtige Foto. Und ja, das sieht gut aus. Und wir wollen ganz gerne, dass die Skalierung, sagt er, gefüllt. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die CSS-Eigenschaft Cover, was gut ist. Da wir ja wissen, dass wir weißen Font auf diesem Hintergrund haben, können wir auch direkt den Overlay drauflegen. Das ist direkt hier unten einzustellen. Farbe. Und ich habe hier ein paar Felder gespeichert. Wir sehen hier 000, 0,5, also 0,5 Transparenz. Da kann man sich die Farben tatsächlich schon mal hinterlegen beim Beaverbuilder. Das ist natürlich schön nützlich. Ja, ich denke mir, das sind alle Einstellungen, die ich hierfür vollziehen muss. So, fertig. Und jetzt kann ich hier, ich muss also beim Beaverbuilder immer wieder auf das Plus-Symbol hier oben klicken. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Jedes Plugin hat so seine Vor- und Nachteile. Ich ziehe also erstmal hier einen Text rein. Und in diesem Text steht Come in die. Und wir wollen diesen Text ein bisschen größer haben. Vielleicht machen wir auch eine Überschrift draus. Sagen wir mal Überschrift 2. Und wir wollen diesen Text ein bisschen größer haben. Also gehen wir auf Stil. Und dann erstmal die Farbe auf Weiß. Hier haben wir auch die Farbe schon mal vordefiniert. Und dann die Schriftart. Da wollen wir ganz gerne die Roboto nehmen. Roboto, so. Und die machen wir ruhig mal fett. Und dann müssen wir natürlich noch ein bisschen an der Größe. Ja, das sieht gut aus. 48, denke ich mir, das dürfte reichen. Dann können wir speichern. Jetzt auf dieser Seite hier. Ich muss wieder auf das Plus drücken. Das Logo einfügen. Ich lasse ein Foto drauf fallen und wähle dann das Logo aus der Mediathek. Das ist hier. Ich möchte vielleicht noch sicherstellen, dass das Logo rechts ausgerichtet ist. Ich könnte auch noch ein bisschen an der Größe arbeiten. Jetzt ist das ganz klein. Ja, sagen wir mal so. Das gefällt mir ganz gut. Speichern. Und jetzt ist eben wichtig, dass es rechts ausgerichtet ist. So, speichern. Jetzt sieht das schon so aus, als wäre es auf der gleichen Höhe. Ich möchte aber schon dafür sorgen, dass es wirklich pixelgenau auf der gleichen Höhe ist. Also kann ich hier über die Einstellungen der Spalte entsprechend die Höhe egalisieren, so nennt sich das hier beim Beaverbuilder, und dann die vertikale Ausrichtung auf mittig stellen. Und schon ist es dann tatsächlich mittig angepasst. Geht weiter. Hier in diese Zelle füllen wir jetzt mal ein Foto. Das hat damit zu tun, dass der Beaverbuilder keine Icon-Funktionalität in die Lite-Version eingebaut hat. So, als Foto wählen wir dann die Wellen aus. Die werden hier schwarz angezeigt, aber die sind schon weiß. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Ich denke mir, es wird vollkommen ausreichen, hier 300x300 zu nehmen und dann vom Stil her auf Breite die Breite ein bisschen anzupassen. Sagen wir so. Rechts ausrichten und dem Ganzen vielleicht ein bisschen Abstand vom Rand geben. Ja, das ist immer wichtig, den Abstand hier genau zu definieren. Machen wir erstmal alles auf 0 und dann vielleicht von rechts nochmal 30 Pixel Abstand speichern. Dann fügen wir hier im Texteditor entsprechend noch unseren Fließtext ein. Den habe ich schon im Zwischenspeicher. Können wir auch mal eine Überschrift draus machen. Und dann auch wieder die Farbe auf Weiß. Die Schrift auf Roboto. Fett und ein bisschen größer. 72, das sieht ungefähr richtig aus. Jetzt noch gleich ein bisschen für ein bisschen Abstand sorgen. Und zwar hier bei den Spalteneinstellungen können wir über Erweitert dann von oben 120 Pixel
hatten von unten 120 Pixel Abstand. Und jetzt sehen wir schon, dass es hier zu kleineren Problemen kommt. Und zwar ist das Ganze jetzt nicht mehr ausgerichtet aneinander, die linke Spalte und die rechte Spalte. Und hier müssen wir auch wieder die Höhen egalisieren und das Ganze auf mittig stellen. Und jetzt ist es wieder aneinander ausgerichtet. Ich kann hier nicht wie im Original einen Kreis rumzeichnen, aber ich denke mir, das ist zu Demonstrationszwecken auch egal. Hier müsste man, wenn man den Beaver Builder, die Lite-Version verwendet, einfach die Grafik selbst gestalten. So, mit der Kopfzeile bin ich schon mal zufrieden. Als nächstes kommt unser Drei-Spalten-Text. Icon, Überschrift und Text. Okay, zuerst möchte ich aber hier im Beaver Builder, das sieht man, wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Spalte einfügen möchte, das wird so groß hier, dass man kaum nach unten kommt. Ja, also füge ich hier erstmal eine einzelne Spalte ein und diese Spalte, hier gebe ich erstmal Vollgröße, Vollgröße und dann entsprechenden Abstand nach oben von, sagen wir, 500 Pixeln speichern. Ich habe die jetzt hier unten einfach nur eingefügt, damit ich dann jeweils hier Platz habe. Denn wenn ich jetzt mein dreispaltiges Layout einfüge, ja, dann geht das viel, viel besser. Okay, fangen wir mal mit dem Icon an. Das heißt, ich möchte hier ja nicht draufklicken. Das passiert einem übrigens beim Beaver Builder immer wieder, dass man auf die Elemente draufklickt, um dann etwas einzufügen. Und dann fällt einem ein, nee, man muss immer wieder auf dieses Plus hier oben klicken. Wenigstens habe ich da noch keine bessere Methode gefunden. Vielleicht gibt es ja einen Shortcut oder so. Aber hier fügen wir jetzt mal das Foto ein und wählen entsprechend das Icon aus. Es geht hier um das Lesen. Nehmen wir dieses Icon. Das ist jetzt sehr groß. Also machen wir mal auf 150 runter. Ich glaube, das ist immer noch etwas groß. Gehen wir mal auf 50. Ja, das sieht okay aus. Das behalten wir mal so. Mittig ist auch in Ordnung. Jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir da drunter eine Überschrift einfügen. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Das wäre ja Lesen. Da können wir auch wieder H2 nehmen. Und jetzt müssen wir wieder das gleiche Spiel machen. Wir gehen auf Stil. Die Farbe ist in dem Fall ja okay. Da wollen wir eigentlich ein dunkles Schwarz haben. Aber bei der Schrift, da nehmen wir auch wieder unser geliebtes Roboto. Von der Größe her mal schauen. Das sollte schon fett sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Mittig ausgerichtet. Da ist jetzt ein bisschen viel Platz nach oben. Da müssen wir hier dann entsprechend alles auf 0 stellen. Speichern. Auch mal hier schauen, ob wir da entsprechend alles auf 0 stellen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, so sieht es eher aus wie im Original. Speichern. Und jetzt fehlt nur noch der dritte Text. Der lange Text. Hier rein, das ist normaler Text. Hier wollen wir auch. Ich klicke mal hier drauf, visuell und Text, aber eigentlich möchte ich zu Stil. Dieser Text hat eine leicht graue Farbe, das ist die hier. Und hier auch wieder von der Schriftart Roboto. Und ich glaube, dann ist es diesmal Mittel. Und die Größe wahrscheinlich so um die 16. Sollen wir mal mit dem Original vergleichen. Ja, das sieht schon okay aus von der Größe her. Der Zeilenabstand war, meine ich, 1,5. Und jetzt sind eigentlich nur die Spalten noch nicht von der Breite her mit dem Original vergleichbar. Also speichern. Der Text steht schon mal da. Vielleicht möchte ich den Text, ja, ich möchte auf jeden Fall diesen ersten Satz eigentlich fett machen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, also hier wird es mir so angezeigt, aber wenn ich auf Speichern gehe, hat es da nicht geklappt, aus welchem Grund auch immer. Diese drei Spalten sind noch etwas eng zusammen, das heißt, ich möchte hier beim darüberliegenden Element mal auf die Einstellungen gehen. Die Breite ist hier fest, jetzt muss ich mal ein bisschen experimentieren. Wenn ich hier auf Vollgröße gehe, dann ist es ein bisschen breiter geworden. Ich möchte bei der festen Breite bleiben. So, jetzt kann ich mal auseinander gehen und hier stoße ich tatsächlich bei 1100 an die Grenze. Was passiert, wenn ich hier 1200 draus mache, dann sieht es eher so aus wie im Original.
würde ich mal sagen. Ja, das kommt schon relativ nah. Vielleicht ist es 11,50. Natürlich muss ich dann auch noch weiterhin testen, ob das Ganze nachher hinhaut. Okay. Jetzt möchte ich noch dafür sorgen, dass der Abstand von oben und unten entsprechend gegeben ist. Also klicke ich hier nochmal drauf und gebe dem Ganzen einen Innenabstand von, sagen wir 120 von oben, 0, 0, 120, 0 und speichern. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch das Gleiche auch für die anderen beiden Spalten machen. Und fertig. Die nächste Sektion im Layout ist dieses Zitat mit dem Hintergrundbild. Und das Zitat ist ein bisschen transparent. Also wollen wir erstmal eine einfache Spalte einfügen. Die kommt hier unten hin. Diese Spalte soll auf jeden Fall über die gesamte Breite gehen. Also Breite auf Vollgröße und Inhaltsbreite auf Vollgröße. Dann definieren wir ein Hintergrundbild. Da ist es. Das Hintergrundbild bleibt so. Es gibt diesmal kein Overlay auf dem umgebenden Element. Das reicht uns schon. Und jetzt fügen wir noch einmal den Text ein. Hier ist der Text. Das Ganze ist wieder eine Überschrift, die auch ordentlich groß ist. Fett und 72 mittig. Vielleicht definieren wir hier direkt einen Textschatten von, sagen wir, der grauen Farbe. 303 Pixel. Aber selbstverständlich ist die Farbe des Zitats weiß. Und jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wir die Box entsprechend aufziehen müssen. Im Original ist es so, dass diese Box tatsächlich so groß wird, wie der Screen gerade ist. Das wird hier wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren, aber wir können immer für dieses Element entsprechend unter Erweitert einen Innenabstand definieren oder einen Außenabstand vielmehr. Wenigstens für oben und für unten. Versuchen wir mal 120. 120. Ja, das können wir bestimmt verdoppeln. So, wie sieht das denn aus? Das ist okay. Ich denke, hiermit können wir auch leben. Und das kommt schon relativ nah an das Original dran. Jetzt wollen wir vielleicht nur noch einen Hintergrund für diese Box haben. Und dazu schauen wir in die Spalteneinstellung. Hier findet sich wie immer die Hintergrundfarbe. Und da können wir dann auch ein Schwarz nehmen, was halb transparent ist. Und jetzt sehen wir auch gleich, dass das keine besonders gute Idee war, für das innenliegende Element einen Außenabstand zu definieren. Also nehmen wir den wieder weg und definieren den stattdessen hier in den Spalteneinstellungen. So, ich finde, das kommt dem Original schon relativ nah und das können wir so stehen lassen. Kommen wir zur nächsten Sektion im Layout, unser Klickteam. Hier haben wir wieder ein dreispaltiges Layout mit einer Überschrift und Bildern und so weiter. Also, wir fügen erstmal wieder unser dreispaltiges Layout hinzu. Diesmal wollen wir dies nicht in die Breite ziehen. Allerdings möchten wir da drüber ganz gerne eine Überschrift. Unser Klickteam, wieder mal eine H2, Schrift, Roboto, das Ganze fett, mittig und ordentlich groß. Ich schätze mal 72. Speichern. Als nächstes kommt das Bild von dem Hans Petersen. Das passt und direkt darunter kommt der Name. Direkt darunter nochmal die Funktion. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das Bild ist ein bisschen kleiner, aber damit können wir, glaube ich, leben. Allerdings, um das zu vereinheitlichen, würde ich jetzt überall
nochmal entsprechend die Abstände überprüfen. Denn die sind voreingestellt so. Und jetzt nochmal im Vergleich zum Original. Also hier würde es ja reichen, das Hans Petersen entsprechend mit Abstand von oben und unten zu versehen. Ah, hier müssen wir da drauf und dann 20 von oben, 20 von unten. Ja, und das kommt ungefähr hin. Im Original gibt es noch definitiv mehr Abstand vom Bild oben und ein bisschen Abstand hier nach unten. Das machen wir dann direkt im darüberliegenden Element. Das ist wahrscheinlich direkt 120 von oben und unten. Und hier die setzen wir mal auf 0. Und dann wachsen mich auch noch die Spaltenbreiten innerhalb des Elements. Unter der Überschrift sollte auch noch ein bisschen was Platz sein. Erstmal so gar nichts, aber hier unten drunter vielleicht nochmal 80 Pixel. So, und jetzt sollte es ungefähr stimmen. Ja, da ist vielleicht ein bisschen viel Platz. Vielleicht dann doch eher nur 10 Pixel. Das reicht auch. Und jetzt muss ich nur noch die restlichen beiden Bilder einfügen. Und fertig. Kommen wir zur nächsten Sektion, die schönsten Surfspots. In der kostenlosen Version vom Beaver Builder ist, soweit ich weiß, keine Galeriefunktion eingebaut. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir auch ohne kommen. 3x3 Bilder, das heißt, wir brauchen hier eine Dreierspalte. Und diese Spalte sollte auch komplett aufgezogen werden. Also Vollgröße und Vollgröße. Die Spalte hat diesmal einen Verlauf im Hintergrund. Das heißt, wir definieren einen Typ von Verlauf. Der ist radial und die erste Farbe ist ein bisschen ein dunkleres Blau. Im Original haben wir ja außen dunkel, innen heller. Ist natürlich genau umgekehrt. Außen dunkler, innen heller. Vielleicht so. Dann kommt erstmal eine große Überschrift darüber. Dahin. Der darf mittig, weiß, fett und schön groß. Wunderbar. Speichern. Und jetzt müssen wir noch unsere Bilder einfügen. Also Foto Nummer 1. Foto auswählen. Nehmen hier jeweils die 300er Bilder, richten das rechts aus. Bei einem Klick möchte ich, dass das Ganze als Lightbox ausgegeben wird. Das hat wenigstens einen ähnlichen Effekt wie eine Galerie. Dieses Bild kommt nach links. Und jetzt testen wir mal, wie die Funktion ist. Fertig. Entwurf speichern.
Das funktioniert. Im ersten Bild haben wir es noch nicht eingebaut. Und weiter bearbeiten. Ich füge dann jetzt noch die restlichen 6 Bilder ein. Hier übrigens über die sehr praktische Duplizieren-Funktion. So kann ich alle 3 Bilder duplizieren und muss nur noch unten die Bilder austauschen. Und die ganzen anderen Funktionen sind weiterhin dort enthalten. Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier draufklicke, wähle ich das richtige Bild aus. Das wäre dann das in der Höhle. Offensichtlich muss ich noch die richtige Größe auswählen. Aber hier ist... Oh, welche Überraschung. Ich dachte eigentlich, dass hier der Linktyp dann auch schon eingestellt sei, weil ich eine Kopie gemacht habe. Offensichtlich nicht, also muss ich das alles nachholen. Hier hat es wiederum funktioniert, natürlich, weil ich ja das obere Bild noch nicht auf Lightbox gestellt hatte. Also funktioniert es tatsächlich und ich habe mich vertan. Hier können wir es nochmal sehen, Lightbox ist schon voreingestellt. Jetzt testen wir es hier nochmal. Ja, Linktyp ist hier noch nicht voreingestellt. Also Lightbox, Bild austauschen. Dieses hier. Wünschenswert wäre hier nur noch, dass hier Mittel voreingestellt wäre. Das sollte ich dann auch noch bei allen Bildern machen. Jetzt nur noch ein bisschen was Abstand nach unten. Das wäre dann der Innenabstand, da brauchen wir gar keinen rechts oder links. Aber oben und unten 80. Ja, das passt. Im Original ist es ganz ähnlich. Im Original haben wir noch einen Schatten auf der Überschrift. Und die Überschrift hat auch ein bisschen mehr Platz nach unten. So. Stil, Textschatten. Diesen grauen. Und das reicht auch schon. Damit können wir doch recht zufrieden sein. Fertig. Entwurf speichern. Jetzt sind wir auf der Seite. Was wir jetzt noch nicht haben, ist die Weiterfunktion. Wir müssen auf jedes Bild einzeln klicken, aber immerhin. Und hier haben wir noch vergessen, die Lightbox einzustellen. Fertig. Jetzt zur vorletzten Zeile, zur Sektion Kontakt. Hier brauchen wir erstmal eine, wenn wir sagen, zweispaltige Zeile. Und wir müssen das umgebende Element definitiv auf volle Größe setzen, damit wir eine Hintergrundgrafik oder ein Hintergrundfoto definieren können. Das dürfte das hier sein. Ja, wir müssen es ein bisschen runtertönen, also ein Overlay machen mit schwarz halbtransparent. Sehr gut. Als nächstes dann die Überschrift Kontakt. Und hier haben wir wieder standardmäßig weiß in Roboto Fett, Schriftgröße 80, das passt. Darunter gibt es auch noch eine weitere Zeile, die ist aber kleiner. Ah, das Coole beim Beaver Builder ist, dass ich weitere Spalten so einfügen kann. Hier kommt dann Text rein. 16 dürfte passen. Und jetzt haben wir auf der rechten Seite noch weitere Kontaktdaten, die können wir uns auch mal rauskopieren. Hier werden wir wahrscheinlich keine Icons verwenden können. Das funktioniert so nicht in der Lite-Version. Man kann hier übrigens ein zusätzliches Menü hinzuschalten und dann das Format beim Pasten abschalten. So, da fehlt uns jetzt nur noch ein bisschen was Abstand von oben und von unten. 80 dürfte reichen. Wunderbar. Bis auf die Icons
fehlt uns hier eigentlich nichts mehr. Damit bin ich recht zufrieden. Fertig. So, fast geschafft. Nur noch die Fußzeile. Copyright Surfer Team 2119. So, die Fußzeile. Und da können wir ja eigentlich die verwenden, die wir vorher auch hier als Abstandhalter eingebaut haben. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier draus zwei Spalten mache? Ja, das funktioniert. Dann nach links. Erst tatsächlich eine Spalte und da ist eine zweite Spalte oder eine Zweierspalte mit drin. Ist ein wenig redundant, aber okay. Ja, und da wollen wir vielleicht nur noch den Text. Und hier mal noch zwei links. Dann hier nur noch Impressum und Datenschutz Link einfügen. Das Ganze rechts ausrichten. Den Font anpassen. Und das war's. Jetzt müssen wir natürlich noch den Abstand hier oben rausnehmen oder anpassen. Der ist 580, reicht wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Aber das ist jetzt ganz nach rechts gerutscht, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Gefällt mir auch gut, können wir so lassen. Damit sind wir dann mit dem Beaver Builder tatsächlich durch. Also der Beaver Builder in der Lite-Version ermöglicht durchaus, dass wir die Surfschule umsetzen. Hier und da müssten wir natürlich das vollwertige Plugin kaufen, um so Kleinigkeiten zu bekommen wie Icons bzw. die Galerie-Funktionalität. Aber ansonsten, selbst in der Lite-Version ist der Beaver Builder schon sehr gut für einfache Seiten zu gebrauchen. Fertig. Veröffentlichen. Und das war's. Man sieht gar keinen Unterschied. Das heißt, hier wird gar nicht unbedingt die Seite neu geladen. Ja, man kann flüssig zwischen dem Edit-Modus und dem fertigen Modus hin und her schalten. Und das macht den Beaver Builder wirklich einzigartig. Was nicht so einzigartig ist, ist, dass tatsächlich das Editieren nur in dieser Box funktioniert. Und das ständige Auf- und Zumachen dieser Boxen, das nervt doch ganz schön. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es tatsächlich hierzu schon ein zusätzliches Plugin. Aber auch das funktioniert manchmal nur ein bisschen holprig. Was mir sonst noch aufgefallen ist, oft ist es so, dass nach dem Klick das Menü ganz schön lange auf sich warten lässt. Hier, das dauert immer. Das dauert jedes Mal 2 Sekunden. Klick drauf, 1, 2 und dann erst kann man damit arbeiten. Im Großen und Ganzen gefällt mir aber, dass es eben so wenig Optionen gibt. Das macht das Plugin extrem überschaubar und nach einer gewissen Einarbeitungszeit auch sehr schnell in der Bedienung.